Holz ist da, Stein ist nicht da. You are already producing lumber, but you only have a few stones left. Ich habe few stones left. Jetzt müsste ich die Kamera, glaube ich, anmachen. Wie man sieht, zwischen few stones left und der Zahl 0, ich hin und her wechsle. Egal. Lass dies ihn doch selbst erleben. Ja, das will ich haben. Elefanten, Esel, same thing. Genau, PPCs. You have to look for stone deposits and collect stone from them. You will need a constant surplus of stone to grow your settlement. Ja, es gibt nicht genug. Kennt man doch. Guck mal, da sind Steine. You need to place a quarry in the vicinity of the deposits, but unnecessary building is blocking a valuable space grounded first. Cast steel to recover the health units, okay. Demolish the tower. Ich hätte da ein bisschen mehr Puff of Smoke erwartet, aber es ist okay. Place a quarry close to the stone deposit and check the efficiency icon before you pick a location. Placing a building too far from the required deposit will lower its efficiency. Ja, wer hätte das erwartet? Wenn der Typ länger laufen muss, dann braucht er wenig lange. Kann ich das Ding rotieren? Ja, mit R. Zack, da kommst du hin. Don't forget to send engineers to Tart Building. Ja, ist okay. Yes? Muss erst mal rausfinden, wo die Engineers sind. Let's get to work. What's up? Seid ihr meine Engineers? Offensichtlich. Light, like a feather. Ich sag's mal so. Wenn ich dieses Spiel spielen werde, ich werde die Hälfte der Zeit meine Engineers suchen. So, kann ich den... So, Autoconstruct. Ich habe vorhin in einem Stream reingeschaut, wo der Streamer davon im Spiel begeistert war. Oha. Was schaust du für kranke Leute? Bevor er fragt, nein, ich habe keine Ahnung, was er geraucht hat oder wo es das zu kaufen gibt. Also, wo es das Spiel zu kaufen gibt, weiß ich ja. Aber vielleicht hat er auch das Spiel geraucht. Jedes Bit einzeln. Also bis jetzt ist es tatsächlich, ungeachtet dessen von dem, was ich im Hintergrund weiß, okay. Es sieht gut aus, es hat ein paar seltsame Backen, die könnte man auch rauskriegen. Aber die Production Chain ist, wie ich am Anfang sagte, das Wichtigste am ganzen Siedler. Ah, da kamen sie. Ich hab schon erwartet, dass da irgendwann mal was passiert. Ist ja einfach die Straße sonst wohin. Ach, die anderen sind darüber gerannt und bauen da weiter. Das ist okay. Was haben wir? Eine Guild Hall. Trains carriers with tools to become engineers. Okay. The settlement now, has now production chains for stone and lumber. You have the resources to, now to start growing your settlement. Ja, das will ich doch hoffen. Wow. Wow. Das Tutorial hätte doch so, sein müssen. Wow. Okay, es tut mir leid, ich muss mal ganz kurz. Nein, ich will kein PvP. Ich will Casual. Ich muss da mal ganz kurz reingucken. Respekt, dass du das geschafft hast. Ja. Das hätten sie auch mit ins erste Tutorial reinpacken können. Hallöchen, King. Na, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. So. Welcome to the Shire. Hier ist nothing. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich mal schauen, wie wir es tatsächlich bauen. So, ich baue hier mal ein Logging Camp hin. Ich will eine Sägemühle. So, und ich hätte jetzt gerne meine... Die sind automatisch aktiv, das ist okay.
Wir wissen, wir brauchen Steine. Die können wir hier abbauen. So. Ich baue jetzt einfach mal einen Straßenweg hier rundherum. Dann gucken wir mal. Oha, da spielt einer der sogenannten Siedler. Genau. Das zeigt, wie viel Wert sie auf die Produktion, Produktionsketten legen. Ja. Also, ehrlicherweise, ich weiß, ich würde daran tatsächlich noch nicht mal ausmachen können, ob sie Wert drauf legen oder nicht. Aber sie legen zumindest keinen Wert auf Tutorials. Das kann ich dir mit Fug und Recht sagen. So, Holz wird gebaut, Steine werden jetzt theoretisch auch gebaut. Das heißt, wir können Residence bauen. Die bauen Siedler. Well, why not? Guck mal, bauen wir mal eins. Eine Fischermann hat, macht Fischereien. Das ist doch schon mal ganz angenehm. Eine Farm macht Weizen. Windmühle macht Mehl. Bäckerei macht Brot. Das Wasser haben sie rausgespart. Eine Ranch macht Fleisch oder Esel. Braucht aber auch nichts. Das heißt, eine Ranch spawnt Fleisch oder Esel aus der Luft. Die Hunter Cabin, gut, die könnte noch irgendwas jagen, da verstehe ich das. Foragers hat spawnt Beeren aus dem Nichts. Wahrscheinlich braucht die auch noch irgendwo einen passenden Platz. Steinmine, Kohlemine, Eisenmine, gut, das ist, da kommen wir später drauf zu sprechen. Military Training Grounds macht Dinge. Shady Tavern. Da kann man auch Typen rekrutieren, wer das ist. Am Schrein natürlich die Dings. Und wir haben eine Akademie, die Research unlockt. Wir haben verschiedene Towers. Wir haben Scarecrows. Okay. Leider ohne Gesicht dazu. Ja, hallöchen, Eric. Na, schön, dass du da bist. Haben wir hier irgendwo Berries? Nicht so wirklich. Andere Frage. Haben wir neben dem Logging Camp auch die Möglichkeit, Zeug aufzuforsten? Seems not. Ja, dann müssen meine Engineers... So. Ihr seid Engineers... Holz, bitte. Hier ist ein bisschen Holz, okay. Die Richtung ist auch ein bisschen Holz und ein bisschen Gegner. Nee, das ist irgendwas anderes. You must explore this location to interact. Okay. Light like a feather. Gehen wir mal dahin. I love hard work. Ihr vier dürft claimen. Korrektur, ihr drei dürft claimen und... Nein, zu... Okay. Gut, dann machen wir das, was wir ja am ehesten machen können. Wir gehen hin, bauen einfach mal eine Farm. Dum, dum, dum. Braucht ihr eigentlich auch Felder außenrum, wie bei der 3? Ah, jetzt lässt sie sich dahin biegen, wo ich sie haben möchte. Neben der Farm bauen wir einfach eine Windmühle. Und neben der Windmühle bauen wir eine Bäckerei. Schauen wir mal, wie gut oder schlecht das ist, was ich hier tue. Wir haben ja noch zwei andere Ingenieure, die hier rumrennen, während... So, ich mache das mal anders. Survey... Ah, da drüben ist das, was ich eigentlich eher suche. If there is a job to do, I can get it done. Und da oben, okay. Dann, liebe Leute, geht aber darüber und sammelt da Zeug ein. Let's get to work. Okay, ihr macht euer Dings noch zu Ende. Und is there something to do? Okay, ihr macht euer Dings nicht zu Ende. Dann machen wir das.
so. Ich meine, wuselig sieht es ja schon aus. Ich sehe schon, du bist im Tutorial durch. Ja. Es ist absolut durch. Okay, die produzieren also auch nur auf den beiden Feldern. Sehe ich das richtig? Und ist das Zeug gerade fertig gewachsen, bevor er überhaupt das zweite Feld gesät hat? Nein, er muss doch das dritte ansehen. Dann wird er wahrscheinlich das erste wieder ernten, wa? Ich bin mir da nicht so sicher. So. Ah. Wenn man die Dinger zusammenbaut, dann gibt das hübsche, hübsche Effekte. Aber es sind aber drei in dem Bereich. Wow, das sind schon drei. Puh, also, ich weiß gar nicht, was ich mit der Menge Korn machen will. Also es war ein voller Tatendrang und wurde hart ausgebremst. Cool. Ja. Es tut mir leid, aber das Tutorial war echt wow. Also, sie haben es, ich sag mal, programmiererfreundlich gehalten. Und designerfreundlich. Sie haben nämlich jeglichen Programmierer aus dem Tutorial rausgehalten und den Designer auch. Denn er kann gleich S3 ausleben. Ja. So. Dann spawnen wir doch mal Nahrungsmittel aus der frischen Luft. Musst du in irgendeiner Nähe sein zu irgendwas? Gibt es überhaupt Tiere? Ich bin mir nicht sicher. So, ich stelle die jetzt einfach mal auf die andere Seite der Straße. Da, Straße. Kann man das machen? Mal sehen, was passiert. Ich meine, das Bauen sieht auch hübsch aus. Du hattest eigentlich die Asiatenmission und sie da reingeschafft. Schau mal, rechts auf der Map. Rechts auf der Map. Also hier? Ich habe keine Ahnung, was rechts, hä? So, eigentlich war es ja so gedreht. Rechts ist also da. Hier ist ein Boot. Gibt's ja Schnaps, lieber Rigi? Näher deine Base gibt Hirsche. Ah, okay. Ja gut, ich werde gleich feststellen, dass das Ding wahrscheinlich nicht funktioniert, weil es ist schon fertig. Es muss halt nur noch angewegt werden. Okay, das sieht okay aus. Not impressive, aber okay. Die Dinger kann man offensichtlich nicht einnehmen. Ja, vor allen Dingen, das ist gut, dass du da hinten Dinge tust. Ich will eigentlich, dass du hier rüber gehst und Dinge tust. Ich will hier das Ding einnehmen. Weil, ja. So wirklich effektiv Dinge noch bauen ohne irgendwelche Minen kann ich jetzt eigentlich nicht wirklich. Außer ich könnte jetzt halt hingehen und schon mal eine Schmelze hier irgendwo hinstellen, weil die brauchen wir auf jeden Fall. Dann brauchen wir einen Blacksmith. Wir können es ja schon mal vorbereiten, das ist ja nicht das Problem. So, ein Blacksmith. Und irgendwo, ja, ein Toolmaker, der braucht. Und ein Training Ground hätte ich gerne.
das Ganze bitte einmal mit Straßen versehen. Die Prozession sieht ganz gut aus. Auf Kommentare antworten kann ich nicht. Abgebrochen, weil die Beta da war. Ist also aufgehoben. Was? Was? Stimmt, jetzt weiß ich es wieder. Ja, die 18 Uhr ja schon. What? Dass man Straßen selbst bauen muss, ist ein Unding schlechthin. Gut, es ist ein Siedler 1 und Siedler 2 Ding. Das ehrlicherweise, okay. Ich kann mit Straßen selber bauen, kann ich mitleben. So, den Toolmaker habe ich gebaut. Nehmen wir doch mal eine Gildenhalle. Die stellen wir hier hinten hin. Das mit dem Drehen ist ein bisschen hakelig, um rauszufinden, wie man drehen möchte. Wir brauchen noch ein Coachmaker. Okay. Yay, bald sind wir da. Wo ist eigentlich der Ingenieur, dem ich gesagt habe, er soll da Dinge tun? Ich habe ja einem gesagt, er soll Sachen erforschen. Ach, da bitte weiter. Ja, ist okay. Du hast schon rausgefunden, wo du nicht hin sollst. Tatsächlich finde ich das mit Straßen etwas siedlerig. Aber wozu Straßen bauen, wenn man eh keiner drauf läuft? Ja, das stimmt schon. Wobei, hier müssen sie zwangsläufig drauf bauen, weil ich den ganzen Kram ja passend hingestellt habe. Rein theoretisch müsste es ja so sein, dass sie zuerst die auf den Straßen laufen und dann anschließend Zeug hintransportieren. Das Zeug einfach so hin und her transportieren, wie es da gerade ist, haben wir ja gerade gesehen, ist eigentlich sinnlos. Okay, hier ist einfach die nächste Verbindung, einfach die Straße. Wir werden irgendwann sehen, ob sie dann einfach hier abbiegen oder nicht. Ästhetik, genau, das wird schon sein. Und Oral, Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Wenn sie oben laufen, sind sie schneller. Ah, mit Straßen laufen ist also schnell. Wenn du da fertig bist... Hard work is good work. I'm an expert in this. Und die Units quasseln wie bei AOE. Quo 30. Huch, da habe ich aus Versehen mal was richtig gemacht. Na, was kannst du mir sagen? Nichts. Ausgezeichnet, nicht. Ah, hier drüben kann man Berry Bushes sammeln. So, wie war das? Wie kann ich Engineers bilden? Ach ja, dafür brauche ich Tools und die Guild Hall war's, die ich da habe. Ja, kostet einen Hammer. Sehr viele Tools, die man da hat. Ich habe 10 Hammer. Ich bin sicher, der Bauer braucht auch Hammer, um seine... sein Zeug abzuernten. Und die Jäger hier tun auch, okay. Kein No Deposited Rage. Tun auch ihr Zeug mit Hammern jagen. Wurfhammer ran. Was aber sehr schön ist, ist, dass die Gebäude sich hier vermischen, sobald sie, also zusammenschließt, sobald sie nah genug dran stehen.